Hey und willkommen, ich bin der Marvin und ich begrüße euch zu der mittlerweile 20. Folge vom Alt-F4 Game Check. Woohoo! Heute spielen wir RPG Randomness und ja, ich denke mal, das ist irgendwie eine Anspielung auf ja, RPGs eben. Wir sehen hier unsere Character Stats, Speed 6, Half Points, ich weiß nicht, was HP bedeutet, 15. Und hier Powerless. Magic Breath Base. Du shoot a fireball. Fireball. Pick up. Breath Base to pick up an item. Okay, werden wir machen. Smell like pizza. Enemies love you. Ich auch. Cardiac patient. Too much excitement is not what the doctor ordered. Dendrophobia, the fear of trees. Your quest is to find the goblet of Galvoon. Okay, das sind wohl wir. Press base to continue. Was ist das für Musik? Okay. Können wir... Ja, wir können ja unsere Fireballs hier schießen. So, auch durch die Bäume. You died, lol. Okay. Ah, oh, das ist vielleicht mal scheiße. Ich muss jetzt hier immer wieder das Spiel neu starten. Oh, ne, dann muss ich auch die Aufnahmen neu starten. Das ist vielleicht mal scheiße. Ich hab mal rausgefunden, woran das eben lag mit dem sofortigen Tod. Das lag an der Dendrophobie, der Angst vor Bäumen, wie wir alle bei Tuttle und Adi gelernt haben. Nehmt mal, Dendrophilie war die Liebe, ne, die sexuelle Zuneigung zu Bäumen. Sind wir nicht alle ein wenig dendrophil? Das war's, was wir gesagt haben. Ja, haben wir uns immer noch die Feuerbälle, dann Enemies attacking you might not be attacking you for much longer, weil, boom. Pizza und Cardiac. Okay. Your quest is to finish last in the New York City Marathon. Plus by to continue. Achso, ich muss mich mal dran umgewöhnen, hier die Pfeiltasten zu verwenden. Wir können wieder zur Fireball schießen und durch Bäume durchgehen. Yahoo! Die Musik ist hier sehr komisch. Ich glaube, das ist jedes Mal dasselbe Level und ich glaube, das passt sich auch irgendwie nur an. Was haben wir da? Schlüssel. Oh Gott, was ist das für eine scheiß Musik? Ist da drin noch was? Wahrscheinlich ja, weil da sind zu viele Leute. Oh je. Dude, da ist gar nichts mehr. Verarscht wurde ich, verarscht. Boom. Und irgendwie geht unsere Gesundheit auch runter, warum auch immer. Ah, oh, das fängt die Musik schon von vorne an. Och nö. Ich laufe jetzt einfach durch. Suddenly a message flashes in your head. With the vegetarian restaurant, you suddenly decide that you must destroy the world. Oh ja, komm, wir gehen die Welt zerstören. Ich bin dabei. Juhu! Ah, wo? You died, lol. Okay, neues Spiel, neues Glück. Und da geht's auch schon weiter. Diesmal sehr langsam, dafür mit sehr viel HP. You can talk to certain NPCs. Attack, press space to swing your sword. Oh yeah. Insane, lolol. Und Dendrophobie. Your quest is to buy a jewelry store. Wir sollen also ein...
Okay, da geht es auch schon weiter. Speed 2. Okay. Was haben wir jetzt? Talk, Explode, Cardiac, Rich. Money, 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 money. Und Dendrophobie. Your quest is to find the Goblet of Galvoon. Let's best to continue. Okay, wir müssen wieder aufpassen auf unsere Dendrophobie. Wie langsam sind wir bitte? Ich will doch nicht irgendwie angreifen. Hab ich jetzt irgendwas berührt? Replay. Replay bitte, Regie. Replay. Hallo, Regie. Ich hätte gerne ein Replay, ja? Ja, könnt ihr das jetzt machen? So, ihr könnt doch da machen. Schnitt und dann da so Zeitlupe, RTL-Effekte. Und dann Fotokran. Die dritte Stufe. Ich muss es ins Mikrofon sagen. Und dann Fotokran. In die dritte Stufe. Mindestens einmal möchte ich jetzt dieses Spiel noch gewinnen. Wir haben jetzt wieder Speed 7 HP 20 und wieder Dendrophobie. Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich überspringe gleich alle, wo Dendrophobie drin ist. Okay, let's go. Oh Gott, sind wir schnell. Oh Gott. Das endet in einem Baum. Ich hab ganz viel abgezogen bekommen. So eine schwierige Runde. Oh, die explodieren ja alle. Kann ich gar nichts machen. Das ist vielleicht mal scheiße. Da gehe ich jetzt. Nein, nicht rein. Weil. Das wird nichts. Das wird nichts mehr. You died, lol. Okay. Juhu, ich habe etwas gefunden. Ohne Dendrophobia. Diesmal mit Pickup Defend. All enemies have a 50% chance of missing you. Hat, you wear a stylish hat. Oh yeah. Strong, your attacks be better if you can attack at all. Ich klinge gerade so wie diese Sicherheitsanweisungen auf dem Flugzeug, nur leider viel zu verständlich. Wenn der Typ immer viel zu nah ans Mikrofon rangeht und man wegen seinen ganzen P- und S-Geräuschen überhaupt nichts mehr versteht. Dear passengers, please achten Sie auf Ihre Note Exits for emergency courses, because we then have to emergency. Okay, zurück zum Spiel. Nicholas is to destroy the world. Na gerne. Wie schnell sind wir bitte? Okay, wir haben jetzt keine Dendrophobie, aber sonst sind wir auch so lahm. Ich glaube, ich spule das jetzt einfach mal vor. Ganz langsam reden, damit man mich auch versteht. Suddenly a message flashes in your head. Where's a dead guy in the marathon? You suddenly decide that you must eat a cheeseburger. Ja, logisch. Wir müssen jetzt einen Cheeseburger essen, weil irgendjemand im Marathon gestorben ist. You run, happy Sabby, juhu!
Ich möchte gerne noch eine Runde machen mit besseren Eigenschaften. Ich sehe ja schon gleich Speed 5. Naja, aber dafür können wir angreifen. Und sie sind smart. Enemies will tend to leave you alone. Das ist doch toll. Wir haben einen Hut und wir sind rich. Press space to continue. Und da geht's auch wieder los, diese wunderschöne Musik. Und weg mit den Meisen, die uns eigentlich jetzt in Ruhe lassen, oder auch nicht. Here's the key. Ja, wir können jetzt mit Leuten reden, wie toll. Kann man da hin übrigens NPC nennen, oder ist es einfach nur eine Zeichnung? Ist das überhaupt die Hintergrundgrafik? Get out of my way, bitch. Schwert ist auch sehr realistisch. Das ist sehr praktisch. Damit liegen wir hier wirklich alles flach. Man merkt es ja schon. The old man says something that harrows your heart. Your parents are dead. You suddenly to decide that you must find the goblet of Galvun. Okay, das ergibt wieder ein bisschen Sinn. Ja. Hallo, ich bin Till Schweiger und ich kann nicht reden. Oh Mann, sind wir reich. Guck mal da, Dollar. Get out of my way, bitch. Ah, da ist das Ding, ja. You won, happy Seppi. Juhu. Und damit dann auch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wohl, jetzt kommt doch bestimmt noch die Outcard, oder? Regie. Outcard.